Herzlich willkommen im BizQuiz. Es gibt eine Notbremse für das Team, das die meisten Quizfragen richtig beantwortet. Und ihr zu Hause könnt mitspielen in der Kika-Quiz-App. Auch ihr seht dort die Fragen und könnt mal schauen, ob ihr super clever seid. Unsere Fragen kommen heute aus diesen Themenbereichen. Es sind... Oh, Erdgeschichte. Nahaufnahme. Fell. Essen, finde ich super. Schuppen. Und Sport. Wer gegessen hat, muss auch Sport machen. Ja. So, wir haben natürlich einen Klassenjoker. Das ist super zum Zücken, wenn ihr was nicht wissen solltet. Genau, dann geben wir die Frage weiter an euren Lehrer oder die Lehrerin. Und die kann dann gemeinsam mit der Klasse überlegen, was loggen wir ein und was nicht. Die Tigerenten liegen aktuell vorne, deswegen dürfen die Frösche anfangen. Da freut sich der Zufallsgenerator, der läuft nämlich jetzt für euch. Und ihr buzzert das Licht hält an und bekommt Fell. Und da gehen wir mal ins Naturschutzgebiet Wiestal. Und da sind Rinder als Landschaftspfleger angestellt. Hä? Das Naturschutzgebiet Wiestal mit Rauber in der Nähe von Stuttgart hat schwergewichtige Mitarbeiter. Ihre Aufgabe? Mit ihren breiten Hufen in dem sumpfigen Gebiet spazieren, um es aufzulockern. Fressen? Und ja, das gehört auch zur Landschaftspflege. Der Dung der Rinder, bis zu einer Tonne sitzt ein Tier ab im Monat, ernährt viele Insekten und ihre Larven. Baden ist sehr wichtig für diese Rinder. So kühlen sie sich ab und pflegen ihre Haut. Und sie schaffen immer neue Vertiefungen, in denen sich Wasser sammeln kann. Das gefällt Unken und Fröschen. Doch jetzt zur Frage: Was für Rinder sind das? Ja, welche Rinder sind denn das, die da schön mal auf dem Acker mithelfen? Heißen sie Wiesent, B. Wasserbüffel oder C. Jack? Kein Jack und kein Wasserbüffel, 100%. Ich würde sagen Wiesent. Wiesent? Okay, wir locken A ein. Ja. A, Wiesent? Ja. Wie kommt ihr auf A? Weil Wasserbüffel ist was anderes. Okay. Und Jack ist auch was anderes. Und was ist das andere? Also was ist da anders? Ein Jack lebt nicht in, also die gehen nicht ins Wasser, glaube ich, also seltener. Und die haben ganz, ganz dickes Fell. Mhm. Und ein Wasserbüffel ist, glaube ich, auch was anderes. Das hat auch ganz dickes Fell. Das sieht anders aus. Und die Kühe hatten auch hier so ein Dingsbums, also wenn sie gezüchtet. Also ein Horn, hier die, ja, was meinst du mit Dingsbums? Diese gelben Dinger. Ach so vom, ja, die Markierung, ja, ja, sozusagen. Ja. Okay, Jamil, Mia Sophie. Ja, A. Ihr geht damit? Ja. Ja. Dann loggen wir A, Wiesent ein. Und diese Rinder, die wir gesehen haben, die lieben sumpfiges Gelände und das Baden. Und das sind die Wasserbüffel. Antwort B ist richtig. Das heißt, jetzt eine Chance für die Tigerenten. Sie können in Führung gehen. Wir werfen einen Blick auf die Kategorien Erdgeschichte, Nahaufnahme, Essen, Schuppen oder Sport. Mika, was hätten wir gerne? Sport. Was ist mit Essen? Essen wäre auch gut, ist, aber ist auch okay. Ist auch okay. Am Ende entscheidet der Zufallsgenerator und der läuft jetzt. So, wir hätten gerne Essen oder Sport, lieber Zufallsgenerator. Nein. Na, super. Scheiße. Wir bekommen Schuppen. Und wisst ihr was? Da geht es um etwas, was ich noch nicht gegessen habe. Ihr wahrscheinlich auch nicht. Schlangen. Oh Gott. Wer Schlangen beobachten will, muss behutsam vorgehen. Die Tiere sind sehr scheu. Wer ihre Verstecke kennt, kann Glück haben. Da, eine Schlingnatter. Schlangen sind gar nicht glitschig, ihre Haut ist trocken. Die Tiere sehen nicht besonders gut. Sie orientieren sich über ihren feinen Geruchssinn. Gerüche nimmt die Schlange nicht nur mit der Nase wahr. Und das ist die Frage. Womit nimmt die Schlange zusätzliche Geruchsinformationen auf? Also, womit nimmt die Schlange zusätzliche Geruchsinformationen auf? Ist das A, der Schwanz, B, die Zungenspitze oder C, sind das die Kopfschuppen, also die Schuppen auf dem Kopf? B. B. Ja. Zungenspitze. Ja. Das kam aber ziemlich schnell. Ja, Sophia, ja, sie weiß es, dass sie das schon mal irgendwo... Also, weil ich glaube, wenn die Schlange, die macht ja dann so die Zunge raus, dass sie sich dann so vorantastet. Ach so. Ja. Und das heißt, sie nimmt die Informationen über ihre Zunge auf, ja, sagt Sophia. Ja, und ich habe das auch schon mal irgendwo gehört, dass sie über die Zunge... Ja. Dann seid ihr euch ja einig. Ja. Ja. Dann loggen wir das ein. Das wäre cool, wenn das richtig ist, weil dann würden wir in Führung gehen. Und diese Antwort ist... leider für die Frösche richtig!
Der Zufallsgenerator läuft wieder für euch. Essen. Ja. Essen. Das kennen wir. Das ist gut. Kennst du jede Zutat, jedes Lebensmittel? Wir schauen mal. Kennst du denn auch Kräuter? Ja. Denn manche Kräuter, die wehren sich ja gegen die Ernte. Brennnesseln zum Beispiel. Wir kriegen sie trotzdem. Brennnesseln kann man mit bloßen Händen anfassen, wenn man die Blätter von unten nach oben streicht. So schützt man sich gegen die kleinen Brennhärchen auf den Blättern. In jedem Fall lohnt sich die Ernte, denn Brennnesseln stecken voller Vitamine. Und vor allem, sie sind lecker. Man kann sie zum Beispiel roh mit Öl, Nüssen, Knoblauch und Salz zu einer italienischen Kräutersoße verrühren. Und das ist die Frage: Wie nennt man so eine Soße? Yum, 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 yum. Ich hoffe, das kennt ihr. Denn ich möchte von euch wissen, wie nennt man denn eine italienische Soße aus ungekochten Kräutern? Nennt man sie A. Pesto, B. Carbonara oder C. Bosco? Bosco. Bosco. Ich weiß nicht. Bosco. Pesto ist es nicht. Carbonara auch nicht. Carbonara ist weiß. Ja. Es ist ein Pesto. Diesmal ist 100% Bosco. Okay. Bosco. Ja. Was sagt ihr? C. Bosco. Wir sagen C. Habt ihr schon mal gegessen? Nein. Nein. Aber Carbonara Pesto und Carbonara haben wir schon mal gegessen, deswegen. Carbonara kann es nicht sein, weil Carbonara ist weiß. Und Pesto ist Carbonara aus gekochten ist Kräutern. Okay. Ja. Okay. Ihr wollt keinen Joker ziehen? Nein. Und wollt C. Bosco einloggen? Ja. Dann machen wir das. Wir loggen C. Bosco ein. Das muss richtig sein. Das muss genau, die Carbonara, das habt ihr richtig gesagt, die ist weiß, weil sie aus Käse und Ei besteht, aber ohne Kräuter ist. Bosco heißt zwar Wald, ist auch grün. Das ist wieder falsch. Richtig ist aber Pesto. Das sind die ungekochten Kräuter. Das tut mir sehr leid. Weiter geht's jetzt bei den Tigerenten. Nächste Chance, den Vorsprung auszubauen. Der Zufallsgenerator läuft. Und es geht um Erdgeschichte. Und wir gehen jetzt sehr, sehr weit. Also wirklich sehr, sehr weit in die Vergangenheit zurück. Im Vergleich zu den Sauropoden, den größten Landbewohnern, die je die Erde bevölkert haben, ist ein Mensch echt winzig. In manchen Naturkundemuseen kann man Skelette der Riesen besichtigen. An vielen Orten der Welt wurden ihre Knochen gefunden, aber nie in Deutschland. Und das ist die Frage, woran könnte das liegen? Wow, in Deutschland werden keine Knochen von Riesensauriern gefunden, denn wo heute Deutschland ist, waren damals A. Meere und Inseln, steile Berge oder eiskalte Gletscher? Oh Gott, das ist ja wirklich. Liebe Tigerenten, wenn die Antwort stimmt, habt ihr das Spiel gewonnen? Wir nehmen den Klassenjoker. Dann gebe ich die Frage weiter an Herrn Krassmann. Achtung! Zack! So, bitte. So, wer eine Idee hat, meldet sich. Also, warum gibt es in Deutschland keine Knochen von Riesensauriern? Weil Deutschland früher Meere und Inseln, steile Berge oder Gletscher war? Ich würde jetzt eher Meere und Inseln nehmen, weil damals haben sich, glaube ich, die Kontinente noch nicht so, also haben sie sich zusammengehalten. Ich würde Meere und Inseln nehmen. Ich würde auch Meere und Inseln nehmen, weil ich habe das schon mal irgendwo im Fernsehen in so einer Doku gesehen, dass da halt Wasser war und so. Mhm, okay. Weiteres? Also ich würde steile Berge nehmen, weil es wäre ja auch dann ziemlich anstrengend für diese Tiere, dann immer hoch und runter zu laufen und ja. Mhm. Was unterrichten Sie denn für Fächer? Erdkunde und Englisch. Okay. Mhm. Was nehmen wir? Ich würde mich mal der Mehrheit anschließen, Meere und Inseln, und das so an die Quiztruppe weitergeben. Alles klar. Was die Klasse sagt oder der Lehrer, ist für uns gesetzt. Wir loggen ein, Meere und Inseln. Also, wenn es stimmt, geht die Notbremse an die Tigerenten, weil die Frösche nicht mehr aufholen können. Dann habt ihr das Spiel gewonnen. Der Grund, warum es keine Knochen gibt von Riesensauriern, ist, weil es damals hier tropisch warm war, weil es ganz viele Meere und Inseln gab. Richtig! Notbremse für die Tigerenten!